So, jetzt machen wir weiter. Ich habe noch gerade jemanden noch was geantwortet, noch kurz geguckt, ob die Aufnahme alles in Ordnung ist. Oh, hier haben wir noch eine Raumschiff. Ach, das ist für ein Orbit. Ich dachte gerade, what the fuck, ist die teuer. Für ein Orbit, ich meine für den Boden. Auf Felucia möchte ich noch ziemlich gerne das Fahrzeug bauen. Und dann haben wir mal AT-AT-Sperme runter. So, wie können wir hier noch die letzte Raumstationsstufe aufbauen? Ihr habt, dass unsere eine Kapazität voll bleibt. Wie möchte ich eigentlich hier noch ein bisschen Abwehr bauen? Ich würde mal sagen, kaufe nochmal zwei davon. Und hier auch ein. So, sonst sieht es ganz gut aus. Hier macht keine Korruption, die man... Nervt? Hat ja vorher auch schon zu der Backsang gefehlt? What? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, ich habe doch gespeichert, ich Mongo. Okay, na gut, lassen wir den mal. Korruption ist jetzt eh nur noch kaum. Wahrscheinlich gehört der Planet dann auch noch. Ach genau, wir wollen jetzt die Bodenschlacht machen. So. Ich hau hier nochmal zwei AT-ATs hin. Und ja, dann aber auf dem Boden, würde ich mal sagen, ne? Ich würde mich auch mal interessieren, wollen wir mal mit der Flotte hier angreifen? Wollen wir jetzt mal eine schöne KUS-Flotte bauen? Die Kreuze sind verdammt teuer hier, ne? Ich hätte nichts dagegen, einfach mal mit einer KUS-Flotte anzugreifen. Bereite ich uns mal eine Flotte vor. So, Mikro. Ja, mit Wongs 12, wir starten hier und die Basen sitzen dann hier oder hier. Gerade kenne ich noch. Müssen aufpassen. Direkt hier vorne sind schon Wongs 12, die machen kurz einen Prozess mit unseren Klontruppen. Da schicke ich schon mal einen AT-AT runter, der sollte da erstmal ein bisschen helfen. Es wird keine Verhandlung mit Rebellen geben. Setzt Truppen ein und zeigt ihnen unsere Art der Diplomatie. Ja, unsere Art der Diplomatie, AT-AT ist runter. Und ein bisschen metzeln. So, auf die Sturmtruppen müssen aufpassen. Genau deshalb. So. Scheiße, die töten den. Ja, die haben natürlich keine Bronzwölfe, töten die ja mit einem Biss. Jetzt sollte der AT-AT aber mal helfen. Eigentlich frage ich, ist das ein bisschen komisch, dass die Wongswölfe so viel aushalten. Das ist ja eine komplette Salbe des AT-ATs, überleben sie ja. Sehr ein bisschen komisch, aber naja, kann man jetzt nichts machen. Ach genau, wir können an diesen Stellen auch keine Macht einsetzen, ne? Fällt mir auf. Mir gerade wieder eingefallen. Der Plan, also jede sind hier echt nicht gut. Oh, warum nicht? Komm, du passt aber hier hin, genau. Wollen wir uns mal Klimatikkreuze runter und hier können wir nochmal zusätzlich an THT rufen. So, ansonsten sieht es ganz gut aus. Der Klimatikkreuze sollte natürlich den Riesenvorteil haben. Riesenvorteil haben, um halt die Übersicht zu behalten. So wie auch die meiste Feuerkraft. So, wenn der Klimatikkreuzer gerade aufsteigt, schicken wir unsere Klontruppen hier in Sicherheit. Ab in den Bunker mit euch. Könnt ihr euch gemütlich machen. So, eigentlich ein schöner Planet, ne? Auch hier mit Wasser. Der Klimatikkreuzer hier, ne? Ich muss gucken. Okay, da hinten sind schon die Kartenende. Das ist ein bisschen ziemlich doof. Man kommt sich mal so vor, als würde man hier auf so einer Plattform spielen, hier wegen den Ecken. Egal, kann man jetzt nichts ändern. Ist halt so. So, kommt jetzt mal Action oder was ist denn hier los? Endlich mal, ey. Ich habe schon gefragt, wann kommt ihr denn mal?
Feindaktivitäten. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Habe verstanden. Ah, genau, der Tiratorolaser, hör mal. Aber kein Ding für unser Automatikkreuzer. Schön, dass der Kai so blöd ist, mal Flugabwehr zu bauen. Aber naja, was soll's. So, AT-AT im Gleichmarsch. Ja. Gemeinsamen Schritten, das sind verbesserte T-2B-Panzer, ne? Ist auch ein bisschen größer geworden. So, eigentlich müsste der Automatikkreuzer das Teil mit einer Salbe vernichten können. Da die T2B-Klasse jetzt echt nicht stark gepanzert ist. So, dann gucken wir mit den AT-AT4, während der Pneumatikkreuzer nach rechts zieht. Oh, wie schön, da können wir direkt den Energiegenerator ausschalten. Das heißt, er hat keinerlei Schilde mehr. Zu der Nähe. Ah, die Rebellen kümmern sich derzeit um die Bronx-12. Unser Alibati-Kreuzer schießt mal schön mit drauf. So. Eine Ionenkanone. So. Oh, okay, ihr macht einfach die Mauern nieder. Ein Turbolaser-Turm, der eh nicht mehr feuern kann, also was soll's. Ich weiß nicht, warum der Millionenkanonen baut. Auch auf höheren Schwierigkeitsstufen, ich verstehe es nicht. Der setzt sie eigentlich nie ein. Das ist beim Pirat mit dem Hyper-V-Geschütz auch so. Auch im normalen Hauptspiel, der setzt nie die, das halt ein. Na, ihr Wongswölfe, versucht mal das hier oben zu beißen. So, eigentlich kannst du jetzt wieder zurückziehen. Oh, Entschuldigung. Ist eigentlich, ja genau. Ich frage mich, falls der Antrieb zerstört wird, ob sich das Schiff noch bewegen kann. Oder allgemein oben gehalten werden kann. So, irgendwo müssen jetzt noch irgendwelche überflüssigen Feinde sein. Ja, da sehe ich auch schon, die schießen da irgendwie drauf. Puh. Ja, mach mal hier die kleinen Dinger hier kaputt. Oh nein. Oh, das war's. Wunderbar. Genu Isiana? Hab ich gar nicht gesehen. Oh, was kaufen wir jetzt denn hier mal für Gebäude? Das... zwei Minen. Turbolasertürme und... Klimatikkreuzer. So. Ansonsten, Weiland war, glaube ich, schlecht. Also nur eine Raumstation im Orbit. Der Rest sollte auch nicht allzu stark sein. Ich muss eigentlich mal ein paar andere Schiffe ausprobieren, ne, die wir noch gar nicht gesehen haben. Was seid ihr denn? Jägerschlossen, ne? Das sind, ja, das sind, habe ich schon gesehen, das sind, glaube ich, die neuen Jäger des Imperiums. Okay, ein paar kennen wir schon davon. Ich würde mal sagen, können wir mal den Held hier kaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name war. Sith. Auf jeden Fall ist das ein Sith. Ups, nein. Das wollte ich. So. Eigentlich können wir uns hier auch mal was Schönes reinpacken. Wir wollten ganz genau, wir wollten uns ja mal auf... Genau hier, wir wollen uns doch mal das testen mit einer vorderen Base, ob das geht. Ich würde mal sagen, das testen wir mal. Ich glaube, das war eh für Schildgeneratoren. Wir kaufen mal einen Teil für 40.000. Ich will das mal testen. Feinlandkapazität, wo brauchst du denn? 2, okay. Das war für nur einen großen Schildgenerator. Das weiß ich. Aber der Rest, ich würde mal sagen, wir kaufen das hier. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. So, dann kommen wir ja. Oh, hier können wir uns übrigens Ark Hammer für den Boden kaufen. Warum wir zwar nicht, aber egal. Sternenzerstörer hier. So, dann gehen wir ja hier. Ich will das Ding mal ausprobieren. Du kommst
genau hier im Bekram jetzt fein genommen. Ja, Raumstation halt verbessern. Genau, und hier haben wir uns gerade unsere neue Flotte gebaut. So, dann würde ich sagen, so. Tut mir leid. Brauchen wir eine neue Verteidigungsflotte. Schon mal sagen, kommt man direkt runter, ne? Befehl bestätigt. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Okay. Ob das reichen wird, da wir ja in der Zukunft sitzen und die Dinger jetzt nur schwach aufgerüstet wurden. Nicht wie in Allianz-Mode, wo die Dinger echt ordentlich Power haben. Aber dafür haben wir halt den Vorteil, Massen an Jägern und Bombern. Boah, irgendwann schon viel hier, ne? Leider sehen sie hier nicht so schön aus wie ein Republikator. Aber halt wie immer meine Lieblingsschiffe. Diese jämmerliche Streitmacht verhindert unseren Angriff auf dieses System. Beseitigt sie, damit wir den Orbit für das Imperium sichern können. Tja, halt, ne, die Stärke massig an Jägern und Bombern. Was habt ihr eigentlich für Fähigkeiten? Ein Fangstrahl an Bord? Okay. Information. Zerstörer hier. Okay, das war's auch anscheinend mit dem... Verstanden. Bombern? Alter, wir bekommen so viele Bomber. Das sind alles Bomber. Haben die Lucroix-Kreuzer echt nur Bomber an Bord? Mal. Ey, das sind doch eigentlich die Bomber der der KOS. Das waren auch Bomber. Auf jeden Fall, das waren auch die Spezialgleiter von General Grievous. Aber ich dachte mal, es wären Bomber. Also im Mittelfeld sind das die Bomber. Oder ziemlich verwirrend jetzt, aber egal. Boah. Toll, jetzt kann ich gar nicht die eine. Komm jetzt halt uns von vorne an. Ja, guck mal, was hier ankommt. Oh, da sehe ich aber auf jeden Fall den dicken Predator-Sternzerstörer schon. Heftig. Meine Schlachtschiffe wollen irgendwie nicht runterkommen. Hallo? Habe verstanden. Melde mich wie bevor. Ja, ich hoffe, das ist auch bestanden, den Angriffsbefehl nach unten zu kommen. Sternzerstörer in Bereitschaft. Tja, also auf jeden Fall haben sie schon die Schilde des Mon Calamari-Kreuzern geknackt. Ich möchte eigentlich mal... Na egal, ich lasse die mal so machen, wie sie wollen. Gucken wir uns einfach das Spektakel mal, gucken wir uns mal das so an. Ist ja auch mal fein. Einfach mal zurücklehnen und gucken. Diese Schiffe denn noch mal die Jäger? Ich kenne die jetzt vom Namen nicht. Boah, das sieht aber krank aus. Die Raumstation wird natürlich absolut keine Chance haben. Alter, sieht das krank aus. Diese Parasiten, wie jetzt nämlich an diese einen Parasiten in dem Mumienfilm oder auch so, das sind diese komischen Skarabeus, genau. Das ist ganz klein, die wie so eine Schar über die Beute gehen. Boah. Guckt euch das mal an. Boah, das regnet aber Bomben auf die. Heftig, ey. Ja, ne, würde ich mal sagen, hier. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Zerstört den Antrieb. Kriegt ihr die Antriebe noch kaputt? Konzentriert das Feuer. Komm, das wäre cool. Wunderbar. Das kann er nicht mal abhauen. Okay. Ah, ihr konntet eure Flügel einklappen, ne? Das bringt ihr nichts mehr. Sein Schiff ist jetzt zerstört. Aber heftig, ey. Die sind gar nicht so schlecht. Die haben ja diesen Vorteil mit diesen massenhaften Jägern und Bombern. Nein, eine ziemlich krasse Flotte, würde ich mal sagen. So, Bodenstreitkräfte. Ich glaube, wir können auch Weiland in den Part einnehmen. Raumstation auf jeden Fall aufrüsten. Und wir brauchen hier Bodenstreitkräfte. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal hier für den Boden ein paar von den Kampfläufern hier. Das sollte reichen. Ach ja. Zwei Korruptionsplaneten. Ich glaube, das sind wirklich seine letzten beiden Planeten. Dann war's das. So, wir haben hier oben auch alles schön schon langsam eingenommen. Es
wir unsere Verteidigungslinie hier so halten können. Liegt dann bald hier unten. Oh, Hood ist natürlich. Ich bin mal gespannt, wie Hood hier aus. Ah, Hood wird wahrscheinlich das gleiche sein. Übrigens noch ein Todesstern. Okay. Eigentlich haben wir schon so einen Todessternplaneten hier. Naja, egal. Ich möchte jetzt eigentlich noch eine weitere Raumstationsstufe aufrüsten. Wo haben wir denn Palpatine? Ich bin blind. Ich steht genau vor meiner Fresse und ich sehe ihn nicht. Komm her, mach's mal kurz billiger. Aufbau hat begonnen. So, dann kommt mal hierher. Bin unterwegs, Sir. Weiland. Wie war der Planet? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Planet aufgebaut war. Erstmal speichern. Und runter mit euch. Invasion beginnt. Ah, IFTX-Panzer sehe ich schon. Das sollen aber kein Problem sein, das sind veraltete Panzer. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so hoch aufgerüstet worden sind, dass es eine Gefahr darstellen sollte, weil wir haben verdammt wenig Verstärkungspunkte. Jetzt können wir mal da... Ich habe irgendwie Angst, das jetzt auszutesten. Egal, wir schicken einfach mal die... Holen uns erstmal zwei AT-ATs. Dieser Planet droht den Rebellen in die Hände zu fallen. Errichtet eine Verteidigungsstellung, die sie in ihre Löcher zurücktreibt. Ja, wir benutzen die hier erstmal. Oh, da können die EFTX-Panzer die Klontruppen sofort da drinnen verschanzen. Genau deshalb habe ich mir auch die AT-ATs lieber erst von Anfang geholt. Weil das Gebäude hätte jetzt nicht viel gebracht. Und die AT-ATs leisten gute Arbeit. Die EFTX haben keinerlei Chancen. Die Klontruppen noch schnell gerettet. Hallo? So. Könnt ihr gleich nochmal direkt reingehen. Irgendwas ist gekommen. Okay. Mich gerade gewundert, da sind... Ich höre mal diese Geräusche von sterbenden Klontruppen, aber unsere Truppen sind ja hier drin, deshalb frage ich mich gerade, hey. Aber die sind abgesetzt. Worden. Egal, ich lasse die glaube ich doch lieber noch ein bisschen hier drin. Hier sind sie gut geschützt, dann hole ich mir mit den AT-AT hier die Drohnentruppen runter. Sind verdammt viele IFTX hier auf dem Boden, ne? Ah, die Bevölkerung hilft denen. Ja, ich mir jetzt aber keine Sorgen, diese kleinen Furzknoten da. Zack, 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 kein Problem für unsere AT-ATs. So, ein schönes Bataillon. So, jetzt... Okay, das sind neue EFTX. Ich will den jetzt mal testen und wir können uns noch einen TAT holen. Okay, jetzt können wir nichts mehr holen. Okay, da oben kriegt dann dauernd wohl neue Fahrzeuge. Mich interessiert das gerade, was können wir hier drauf bauen? Okay. Ein Fahrzeug. Vielleicht können wir uns ein Fahrzeug kaufen. Das wäre natürlich richtig krank. Klontruppen, bitte macht mal kurz einen Prozess mit dieser Rotz da. Oh, wir haben Verstärkung bekommen. Ah, nee, wir können nichts Neues kaufen. Aber ich glaube, wir bekommen immer Nachschub jetzt von denen. Das wird sich natürlich sehr lohnen, dann auch darauf umzusteigen und sich halt Brückenköpfe für Gebäude zu bauen. Sieht ganz gut aus. Oh, die können ihren Kopf drehen? Das wusste ich gar nicht. Die können das echt? Also diesen vorderen Oberkörper. Oh, das Geschütz drauf ist die Plattform. Das wusste ich jetzt gar nicht. Also wir können uns keine neuen Einheiten hier kaufen. Wäre eine geile Idee. Das wäre ziemlich geil. Dann könnte man sich immer halt neue kaufen, dass man kein Geld mehr hat. Ihr solltet echt leuchtendes Spiel haben. Ja, zack. Ohne Probleme. Scheiße, ich sehe nichts. Toll. Also es wird sich wahrscheinlich auch unbedingt lohnen, andere Teile zu... Außerdem könnte man es richtig clever machen. Man braucht sich eigentlich gar keine Schiffe runterziehen. Man baut so eine Plattform, lässt darauf einen Kontrollpunkt für Schiffe bauen und bekommt gratis Schiffe, also zumindest ein gratis Schiff. Das wäre eigentlich clever. Ich glaube, das probiere ich mal nächstes Mal aus. Boah, ey, nerv doch nicht mit deinen scheiß IFTX-Panzern.
Ja, die können sich echt drehen. Cool. Wusste ich gar nicht. Der hat ja irgendwo eine Fahrzeugfabrik. Weil ich glaube nicht, dass er so viel IFTX-Panzer hier auf dem Boden stationiert hat. Die können zwar nichts, aber die sind halt nervig. Oh, den Schildgenerator hier kaputt. War auch gut, dass wir keinen Akklimatikreuzer runtergezogen haben. Der hätte eh nichts hier gebracht. Auf dem Boden. Wegen dem Schildgenerator. Oh nee. Wo kommt der denn die ganze Zeit die scheiß IFTX-Panzer her? Okay, das fällt noch ein bisschen aus. Komm mal hier runter. Der hat hier unten noch eine Fabrik. Ich glaube nicht. Der hat aber echt viele von den verschissenen IFTX-Panzern. Ja, da bekommt er zum Beispiel Kampfläufer. Ich zerstöre das Gebäude mal schnell. Ah, den Panzer glaube ich auch erstmal. Okay, das Gebäude hält noch stand. Boah, kamen da viele Fahrzeuge raus, habt ihr gesehen? Heftig. Boah, der hat so viele scheiß verschissen IFTX-Panzer. Ich sehe gerade wieder mal einen Punkt. Toll. Wir müssen nur noch Einheiten für 3 Punkte und oder auch mehr. Dreh dich mal nach da, da sind neue Fahrzeuge gekommen. Können wir das Gebäude eigentlich auch... Oh, wir können es sogar tatsächlich verkaufen. Ich glaube, wir können uns mal gleich ein anderes Gebäude dafür ansehen. Oh nee, die Bevölkerung kämpft tatsächlich auch gegen die Rebellen. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt mal ein anderes Gebäude. Aufbau hat begonnen. Wir testen das mal hier durch. So könnte man aber gratis Einheiten bekommen. Tatsache, wir haben ein Schiff bekommen. Wie ich einfach das Spiel austrickse sozusagen. Okay, können wir eine SIF-Statue bauen? Okay, das ist lustig mit diesen Gebäuden. Könnte man sich echt eine gute Strategie ausfallen lassen. Ausdenken lassen. Also hier unten sollte dann irgendwo noch der restliche, die restlichen Zeug sitzen. Information. Auch wenn mein Sith-Lord bekommen. Ja, gut, die Fahrzeuge kriege ich jetzt nicht da raus. Lustig aber. Also interessante Idee, also ich würde das echt drinnen lassen. Aber ich würde das glaube ich nicht zu oft ausnutzen. Das wäre ein bisschen krank. Guck, wir haben gerade 2 Schiffe eigentlich vollkommen umsonst. Na gut, wir haben dafür Geld bezahlt. Aber trotzdem, ziemlich lustige Idee. So, dann haben wir den Rest noch hier kaputt. Muss doch irgendwo noch seine Scheißfabrik sitzen, oder nicht? Was? Der hätte echt so viele IFTX-Panzer hier am Boden stationiert. Alter, das ist ja voll abartig. Was ist jetzt mit dem? Ja. Das war ja abartig. Echt 6 Bataillonen. Ach, Heavy und ach so, genau. Die haben ja den Bunker zerstört. Konstruktion abgeschlossen. Oh. Aufbau läuft. Cool. Dann wir gucken uns das mal direkt an. Sternenzerstörer hier. Konstruktion abgeschlossen. Warte, ich habe gerade Angst, dass er gleich mit seinem verschissenen Überfall kommt. Deshalb schicke ich mal gleich ein bisschen Verstärkung runter. Bereit. Oh, guck mal. Können alte Technologien der Republik bauen. Ziemlich cool. Aufbau läuft. Ich würde sagen, das machen wir. Dann bauen wir hier auf Republik basierte Gebäude. Cool. Das ist ja geil. Nicht schlecht. Ich glaube, hier bauen wir nochmal ein Kontrollschiff in Orbit. Aufbau beginnt. Tatsache, guck mal hier. Wir können sogar Wookies bauen. Bereit. Ja, Ghana waren das, das war ein Wookie-Kriegstrupp, wir können 2 verschiedene bauen. Okay.
Sternzerstörer hier. So, wieder weiterhin hier alles aufrüsten. Mal gucken, vielleicht können wir noch irgendwas Interessantes bauen mit dem Gebäude, was wir jetzt kriegen. Konstruktion abgeschlossen. Bereit. Sitzemeier. Konstruktion abgeschlossen. Oh, guck mal. Rex, Commander Cody, den anderen Namen kenne ich leider nicht. So lustig, ne? Das ist ja lustig. Können wir sogar noch Helden der Republik bauen. Nicht schlecht. Der alten Republik. Cool. Ich bitte ein bisschen jetzt eigentlich. Okay. Was ist denn das hier? Artillerie, okay. Get ready. Get ready. Get ready to rumble. Ne, es heißt ja Let's Get Ready to Rumble. So, wir haben 26 Minuten, ich würde sagen, es reicht für den Part. Ich mache jetzt noch einen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Tschüss.